So, da sind wir auch bei den Abenteuern von Benny und Caleb. Wir haben gerade ein paar Items von dem Lager abgeholt, die wir uns mit der Bonus-Episode verdient haben. Ich habe im Moment die Bänder, zwei große Apfel, drei Sindelbeeren, einen Taubsamen, drei Top-Elixier und ein Streuorb. Für alle Fälle mitgenommen. Ich habe den Kekleon-Markt untersucht. Die haben uns noch bedankt, sich bei uns bedankt dafür, dass wir Azure gerettet haben. Die haben aber leider keine interessanten Items. Und ja, was hast du? Hey, ein weiterer toller Tag. Viel Glück bei eurem Gildentraining. Wir sind wie ein Blumengarten. Wir sind das Erkundungsteam, das Fröhlichkeit verbreitet. Wir sind Team Frohsinn. Hey Leute, wo wollen wir heute auf Erkundung gehen? Ich wünschte, ich könnte an einen Teich gehen. Ja. La 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 la. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass die Zeit außer Kontrolle gerät, aber seit kurzem kann sich niemand mehr entwickeln. Euch ist bekannt, dass sich Pokémon nur bei Erfüllung bestimmter Kriterien entwickeln können, oder? Nun, im Moment kann sich wirklich niemand entwickeln. Das ist aber ein großes Problem, du. Ich habe gehört, dass mehr oder mehr bösartige Pokémon auftauchen. Man sagt, dass es durch die Zeit verursacht wird, die nach und nach außer Kontrolle gerät. Ich finde das schrecklich. Ich wünsche, wir könnten in Frieden leben. Ja, das wünsche ich auch. Oh, ein Notizzettel. Knocker-Jojo ist eingestürzt. Ach du Scheiße. Jawohl, das Dojo wird seine frühere Pracht zurückerlangen. Ja, ich bin eigentlich noch nie da hingegangen. Da kann man mit Dungeons trainieren, aber... Ja, gib Peace eine Chance, Leute. Mehr Frieden und weniger Gewalt. So, jetzt lagern wir unser Geld, damit das sicher ist. Okay. Und wir sollen heute ein paar Aufgaben vom Jobbrett erledigen. Job- und Ganovenbrett. Hoffen und träumen, das ist... Ah, der hier wird später wichtig. Der macht später etwas ganz Schönes. Hey, hey, ihr begibt euch auf eine Erkundung? Eine Erkundung könnt ihr ja beginnen, indem ihr diesen Weg entlang geht. Hey, 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 seid vorsichtig. Hey, hey, wenn ihr auf ein Abenteuer aushalten, müsst ihr ja auf alles gefasst sein, was euch entgegentritt. Ja, ja, du mit einem Hey, hey. D, 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 d. So. Oh, seht ihr die Aushängeschilder da auf der linken Seite? Das ist die Pokémon-Erkundungsteam-Verband, FAQ. Dort sind Themen aufgelistet, deren Informationen gerade für Erkunder wie euch sehr hilfreich sein dürften. Ihr solltet einen Blick darauf werfen, wenn ihr etwas nicht versteht. Ihr seid also neulich losgelaufen, weil ihr den kleinen Azurill befreien musstet. Donnerwetter, ich bin beeindruckt, dass ihr während des Ganzen noch einen Ganoven gefangen genommen habt. Jawohl, ja, ich muss mich beeilen. Kann mich doch nicht von euch Anfängern vorführen lassen. ja. Puh, wir sind drei die Pfiffchenbrüder. Wir sind Team Pfiffi. Wir haben uns darauf spezialisiert, Ganoven zu jagen. Wuff. Wir jagen und jagen unsere Ziele. Und dann überwältigen wir sie, wenn sie zu erschöpft sind, um zu entkommen. Ja, das ist eine Taktik. Wuff, Ganoven erhalten ebenfalls eine Einstufung. Am einfachsten sind die mit Rang E gekennzeichnet. Wuff, sie werden schwieriger auf Rang D und noch härter auf C und so weiter. Wuff, wir haben es nur auf Ganoven mit dem Rang C abgesehen. Sie bringen höhere Belohnungen ein als Ganoven mit E und D. Das Ganze hat einen Haken. Ganoven des Rangs C sind viel zäher. Wir müssen diese Gauner vorsichtig bekämpfen, ansonsten könnte es sein, dass wir einen Abheilbogen bekommen. Ja, dann hört mal auf, hier dieses Brett voll zu bellen. Was gibt es denn? Ihr wollt, dass ich erkläre, wie das Job-Info-Brett funktioniert? Nein, das kennen wir. Nein! Ich wollte nicht. Ja, wir müssen da vorstellen und dann suchen wir es aus und so. Das kann ich auch erklären, Mann. Die Jobs auf den Infobrettern reichen von leicht bis schwierig. Die leichtesten Jobs sind mit dem Buchstaben E gekennzeichnet. Die Jobs werden zunehmend schwieriger, von D bis C und so weiter. Wenn du gerade anfängst und dir deine Fähigkeiten noch nicht sicher bist, beginne Jobs, die mit E markiert sind. Bitte? Ich? Ich würde niemals einen schwierigen Job mit der Bewertung C auswählen. Ja, nee, ist klar. Okay, checken wir jetzt erstmal das Infobrett. Ich gehe immer so, ich guck
wie viele Jobs es pro Dungeon gibt. Und ich nehme dann halt den Dungeon, der die meisten Jobs hat. Das gibt einfach mehr Punkte und mehr Geld. Okay, die Feuchtklipper 2D-Jobs, die bringen natürlich mehr Punkte und mehr Geld. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier drüben auch die Feuchtklippen-Jobs haben. Oh ja, und zwar Kabuto sollen wir festnehmen. Das machen wir. Wir nehmen das. Job-Infobrett, Feuchtklippe, Feuchtklippe. So, dann gehen wir auf Jobliste, U3, U5, U6. Weil so haben wir es noch nicht getan, jetzt müssen wir erstmal noch auf Ausüben klicken. So, jetzt werden diese Jobs erledigt, wenn wir die Feuchtklippe betreten. Was wir jetzt sofort machen werden. Ich denke, ich werde hier einfach einen Safe Stat setzen. Obwohl, ich speichere beiderseitig. Ich mache jetzt erstmal hier. Speichern und fortsetzen. Und ein Safe State bitte. Danke. So, auf zur Feuchtklippe. Der zeigt auch an hier, ein Zettel, dass hier Jobs liegen. U3, U5 und U6 liegen unsere Aufträge. U3 ist, glaube ich, direkt mit Kabuto festnehmen. Dann gehen wir mal los. Wir müssen trainieren. Feuchtklippe U2. Nimm das. Jetzt muss ich wieder orientieren, was für Attacken wir haben. Wir haben Ruckzucki, Biss, Konter, Ausdauer. Silberblick. Okay. Jetzt habe ich es wieder im Kopf. Ich habe längere Zeit jetzt nicht gespielt und dann hatten wir noch die Bonus-Episode mit Bilica. Hier setzen wir Ruckzucki ein. Bäm. So. Der gesuchte Ganove wurde ausfindig gemacht. Erkundungsteam, weg hier! Los, wir müssen ihn festnehmen! Bleiben Sie stehen! Der haut ab! Bleib stehen! Ja, super! Übers Wasser entkommen. Wäre ich doch jetzt ein Wasser-Pokémon. Nee, da läuft er. Ja, wie jetzt? Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Sag jetzt nicht, der läuft da hier blöd rum. Nee, Leute, also das ist doch scheiße. Das ist völliger Humbug, Leute. Jetzt erledigen wir erstmal die hier alle. Ja, Leute, was meint ihr? Das ist doch jetzt Humbug. Da komme ich nicht hin. Beim besten Willen, da komme ich nicht hin. Caleb könnte hingehen, aber ich kann ihn nicht steuern, oder? Ich könnte ihn natürlich irgendwie sagen, von wegen, er soll da hingehen. Ich kann es ja mal versuchen. Team, Caleb, Taktik, dem Gegner hinterher. So, tut er es jetzt? Ich glaube nicht. Wie denn auch? Der sieht den wahrscheinlich nicht. Ja, nee, ist klar. Leute, das ist Beschiss. Warte, ich werde hier nochmal von neu starten, weil das ist scheiße, Leute. Wer hat sich so einen Scheiß ausgedacht? Sorry, wenn ich hier neu starten muss, aber das ist mir echt zu bescheuert. So. Einen Schlafsamen haben wir gefunden. Weiter, U2. So, und jetzt machen wir ihn platt. Da ist er.
Wir setzen erstmal für Caleb die Taktik dem Gegner hinterher. Und wir setzen die Attacke Ruckzuckhieb ein. So, du entkommst uns jetzt hier nicht. Doch, er ist entkommen. Leute, ist das so schwer? Ist das wirklich so schwer? Der hat den Rang C bekommen, nicht weil er stark ist, sondern weil er einfach so schnell abhauen kann. Och, du Masch. Heilige Scheiße hier, ey. Nee, Leute, ich versuch's jetzt noch einmal und wenn das nicht wieder klappt, dann könnt ihr es vergessen. Dann habe ich keinen Bock auf diesen Scheiß. Plosivsamen. Der Plosivsamen flambiert den Gegner vor dir. Schlafsamen? Ey, ja, wir bewerfen Kabuto einfach mit einem Schlafsamen. Warum habe ich nicht früher dran gedacht? Ich Dummi. Ach, du mit deiner Umklammerung hier. So. So, du wirst uns nicht entkommen. Scheiße, der steht direkt neben den Ausgang. Das muss jetzt gut treffen. Yes! So, du entkommst uns jetzt nicht hier, mein Freund. Doch, der entkommt uns, wenn das so weitergeht. Ich könnte natürlich als letztes Mittel den Streuorb verwenden. Nee, der will nicht zum Ausgang. Tja, mein Freund, da bist du aber nicht sicher. Nimm das, du Missgeburt. Boah, der hält aber einiges aus, du. Ja, jetzt kann er nicht entkommen. Und jetzt haut Caleb auch nochmal drauf. Oh, komm schon, gib auf. Geht doch. Ja, der Ganove Kabuto ging K.O. Ja, den Dungeon wollen wir jetzt aber noch nicht verlassen. Ja, wir haben nämlich noch zwei Aufträge. Boah, Leute, das war eine schwere Geburt. Und wir haben auch keine AP mehr. Aber ein Top-Elixier hier verschwenden tue ich jetzt auch nicht. Dafür wird Caleb jetzt hier ein bisschen kaputt hauen. Aber ich kann ja auch Ruckzuckhieb verwenden. So ist es ja nicht. Sackgasse. Wie viel Magen haben wir? Och, genug. Weil mit Attacken kriegen wir mehr EP. Also Ruckzuckhieb. Und Ruckzuckhieb. Bäm. Da haben wir eine Piersichtbeere. So, U5. Was ist überhaupt der Job? Warte. Missionsziele. Rette Schallelos und finde das Item Plosivsamen. Okay, ja, ich hätte mir vorher lesen sollen, was ich eigentlich tun soll, bevor ich irgendwas Dummes mache, aber passt ja, wir haben ja einen Plosivsamen. Na, komm her. Komm schon her. So, jetzt kriegst du einmal Ruckzuckhieb. Ein Taubsamen. Und ich möchte, glaubt, er möchte spielen. Und Kartusch. Oh, Umklammerung. K.O. Eine Siedelbeere. Nee, das ist das Plagiat-Item, Simmelbeere. Toll.
Können wir ja super gebrauchen. So, und wo ist jetzt unser Klient eigentlich? Der irrt hier irgendwo rum. Während wir hier alles kaputt schlagen, was sich uns in den Weg stellt. Da ist der Ausgang. Da muss er doch hier sein. Nee, der scheint irgendwo abgehauen zu sein. So wie es mir scheint. Hä? Wo ist er denn hin? Da ist er! Bleib stehen! Hallo, wir wollen dir helfen. Mein Gott, ey. Ja, du hast Schalelos gefunden. Willst du Schalelos mit dem Orden retten? Ja. Das Licht deines Ordens fällt auf Schalelos. Schalelos verlässt den Dungeon auf magische Weise. Vielen Dank! Ihr haltet eure Belohnung in der Gilde, wenn ihr zurück seid. Schalelos entflieht dem Dungeon. Jum. Spork, einmal bitte hochbeamen. Nein, den Dungeon wollen wir noch nicht verlassen. Wir haben noch eine Mission zu erfüllen. U6. Unsere letzte Mission. Ruckzucki. Oh, warum geht der nicht K.O.? Ruckzucki. Geht doch. Eine Piersichtbeere. Jetzt müssen wir... Ach komm. Nimmt keinen Schaden. Die sind sogar so schwach, dass wir hier durch normale Attacken keinen Schaden bekommen. Ba-ba-ba. Benny erreicht Level 10. Caleb erreicht den Level nicht. Das wird er dann wohl doch bei dem nächsten Angriff machen. Nein? Caleb, warum levelst du nicht auf? Top-Elixier, gut. Ein Blaugummi! Den magst du doch, Caleb. Hier, ist den. Caleb lernt die EQ-Fähigkeit, Effizienzexperte. Ich glaube, das ist von wegen, ob eine Attacke effektiv ist oder nicht. Kämpft das Pokémon gegen mehrere Gegner, greift es zuerst den Gegner an, der die niedrigste KP hat. Okay. Ja, das kann man auch unter Effizienz verstehen. So, unser Magen geht langsam leer und wir haben noch nicht unseren Klienten gefunden. So, jetzt erreicht Caleb Level 10. Ja, kämpf mal ein bisschen hier. Ich habe keine AP mehr. Komm, hau ihn kaputt. Danke. Ja, Plosivsamen gefunden. Du hast eine Mission erfüllt. Möchtest du den Dungeon jetzt verlassen? Ja, möchten wir. Wow, wow, wir werden hochgebeamt. Abschlussbericht. Benny konnte eine Mission eindrucksvoll erfüllen. Ja, ich würde mal sagen mehrere, ne? Ihr habt Kabuto gefangen. Nehmt dieses Item als eure Belohnung. Das Team von Benny erhält das Item Silbergummi. Nehmt dieses Item als eure Belohnung. Das Team von Benny erhält außerdem das Item Lila Gummi. Wurde dem Lager zugefügt. Nehmt dieses Item als eure Belohnung. Außerdem erhalten wir ein rosa Gummi. Team Let's Play erhält 20 Erkunder-Rangpunkte. Vielen Dank für eure Mitarbeit. Vielen Dank für die Rettung von Schalelos. Bitte akzeptiert diese 1500 Pokédollar. Das Team von Benny erhält den Teamanteil von 150 Pokédollar. Jetzt mal ernsthaft, ruft das Arbeitsamt an. Das kann doch nicht wahr sein, dass wir nur so wenig kriegen. Team Let's Play erhält 15 Erkunder-Rangpunkte. Vielen Dank für das Item Plosivsamen. Nehmt das Item Goldgummi als Ausdruck meiner Dankes. Das Item von... Das Team, nicht das Item von Benny. Das Team von Benny erhält das Item Goldgummi. Nehmt das Item Spezialband als Ausdruck meines Dankes.
Das Team von Benny erhält das Item Spezialband. Und Graugummi kriegen wir auch noch. Team Let's Play erhält 15 Erkunderrangpunkte. Abendessen. Ja, Essen, Essen. Ja, Essen ist gut, Essen ist schön. Big Mac. Wir sollten auch etwas schlafen. Machen wir... ich bin echt zu doof zum Lesen. Machen wir aus dem morgigen Tag wieder einen guten Tag, Benny. In Ordnung, gute Nacht. Kapitel 4, die Torwächter. Der nächste Morgen. Aufgestanden und ab dafür. Es ist morgen. Guten Morgen, Benny. Speichern, klar. Wir wollen speichern, speichern, speichern. Und setzen ein Safe State. So, und im nächsten Part werden wir dann weitermachen mit Kapitel 4, die Torwächter. Bis dann.